Ein neues Tool aus unserem Digital Learning Campus Labor. Und zwar haben wir hier eine KI entwickelt, die aus deinem Lebenslauf eine Kursempfehlung macht. Was ist dein Lebenslauf? Zum Beispiel ist das das LinkedIn-Profil, was ich hier gerade hochlade. Jetzt rufen wir mal die KI auf. In diesem Fall geht das über OpenAI. Und mein LinkedIn-Profil wird analysiert. Das kann man hier sehen. Und jetzt sage ich, aufgrund dieses LinkedIn-Profils kann ich die KI fragen, zu einer vektorbasierten Datenbank, welches Angebot würde mir die KI empfehlen? Und die sagt bei mir, hey, lern doch mal was über E-Learning. Das hast du drauf und willst es vertiefen. Aber ich will vielleicht auch was Neues lernen. Und dann könnte ich die Lernziele erweitern und schreibe hier zum Beispiel rein, künstliche Intelligenz, weil ich davon so wenig Ahnung habe. Und frag jetzt die KI, was könnte sie mir jetzt mit dem neuen Lernziel empfehlen? Und siehe da, das Angebot hat sich geändert. Jetzt ist KI der Weg zur Anwendung, die beste Kursempfehlung, die die KI vorschlägt. Die KI kann aber noch viel mehr, wenn wir zum Beispiel ein anderes Angebot nehmen, haben wir eine Webseite mit irgendeiner Biografie oder einem Profil oder einem Artikel, zum Beispiel hier Donald Trump, dann können wir diese Sachen auch analysieren. Das ist der große Vorteil von KIs. Die können übersetzen und x-beliebig scannen. Und wir rufen jetzt mal das Profil auf. Mal gucken, wie die KI hier von dem zukünftigen US-Präsidenten das Profil analysiert. Und man sieht, er kann öffentliche Reden machen, Unternehmensführung, alles ist in Deutsch aufgeführt, auch seine Ausbildung ist gescannt worden, strukturiert worden. Und jetzt fragen wir mal die KI, was er Donald Trump aus dem Lernangebot vom Digital Campus empfehlen würde. Und wir sehen hier digitale Arbeitskulturen, was über New Work oder Arbeit 4.0, was uns hier die KI nochmal empfiehlt. Großartig, oder?